Das ist der eine große Bereich. Der zweite große Bereich, wo ich manchmal denke, was hat die Kultur aus den Menschen gemacht? Und das bekomme ich viel mit, weil ich auch in der Öffentlichkeit tätig bin und die Menschen kommen nachher damit zu mir. Das ist das, wie heutzutage mit Frauen umgegangen wird. Auch unter uns. Sachen, die in der Kultur so komisch sind, aber sie sind verbreitet. Ich weiß nicht, wie viele Schwestern ich kenne, die geschieden sind und sie haben keine Hoffnung mehr, je wieder zu heiraten, weil ihr Status als geschiedene Frau ist ganz unten. Ist ganz unten. Keiner will. Es ist nicht wegen unserer Religion. Die Religion hat nichts damit zu tun, gar nichts. Salama war die Frau des Propheten. Sie war nicht geschieden, sie war verwitwet. Aber sie war verwitwet mit Kindern. Und sie hat den Propheten geheiratet. Und sie hat ihn geheiratet, nachdem sie Abu Bakr und Umar abgelehnt hat, die beide bei ihr gefragt haben. Aber sie hat Abu Bakr nicht genommen und sie hat Umar nicht genommen. Und fast hätte sie den Propheten auch abgelehnt. Nicht, weil sie ihn nicht mochte. Niemals. Aber sie hatte Angst, dass sie ihm nicht gerecht wird. Und sie sagte zum Propheten, ganz ehrlich, sie hatte Angst davor, mit ihm zu heiraten. Sie sagte zu ihm, ich bin sehr, sehr eifersüchtig. Und ich bin auch schon etwas älter und ich habe Kinder. Und der Prophet antwortet ihr, was deine Eifersucht betrifft, ich mache Dua und Allah wird dich heilen davon. Er wird das Problem lösen. Und was dein Alter betrifft, ich bin selber auch nicht mehr der Jüngste. Und was deine Kinder betrifft, sie sind wie meine Kinder. Heutzutage ist das schräg. Khadija, die Frau des Propheten, sie war zweimal verheiratet. Sie hatte Kinder und sie war beruflich erfolgreich. Es ist unsere Kultur, die daraus das macht. Und das ist eine Ungerechtigkeit gegenüber Schwestern. Die Kultur sagt, geschiedene Frau, das ist zweite Klasse, du kannst sie nicht heiraten. Was sollen die Leute sagen? Oh mein Gott, mein Sohn kommt mit einer Geschiedenen nach Hause. Das ist Kultur. Es ist nicht die Religion, die das sagt.